Denn das wird in der nächsten Folge passieren. In der nächsten Folge werden wir hiermit weitermachen und werden uns darum kümmern, dass hier halt die Villager reinkommen und dass die Farm komplett funktioniert und komplett einwandfrei alles läuft. Und in der nächsten Folge will ich dann auch unbedingt damit anfangen, mit dem Labrador zu traden. Hätte ich gewusst, dass diese Farm uns so viele Probleme bereitet und so einen Stress macht, hätte ich diese Aussage in der letzten Folge wahrscheinlich nicht getroffen. Der Plan steht weiterhin, wir wollen dieses Gebäude auf diese Fläche bauen, das alles in Survival Minecraft und später ein riesiges Sortiersystem mit jeglichen Items in Minecraft dort reinbringen. Die Fläche ist schon bereit, das Fundament steht schon und jetzt geht es ran, wir brauchen den Stuff und dafür brauchen wir jede Menge Lapis Lazuli, denn auf diesem Dach gibt es unfassbar viele Lapis Lazuli Blöcke. Wie bekommen wir das Lapis Lazuli genau? Indem wir mit Emeralds Lapis Lazuli über Villager traden. Vorerst war der Plan, dass ich diese Emeralds ranbekomme, indem ich mit anderen Villagern, die ich zombifiziert habe, trade, um dann am Ende die Einer-Trades freizuschalten, um richtig easy die Emeralds halt ranzubekommen. Jedoch dachten unsere Villager sich, nö, gibt's nicht, geht nicht. Und dann habe ich eine neue Lösung gesucht. Daraufhin haben wir dann die Wade Farm gebaut. Nur als ich sie gebaut habe und fertiggestellt habe, wusste ich noch nicht, was diese Farm eigentlich für Probleme macht. Ich wusste noch gar nicht, was da noch alles passieren wird. Oh mein Gott, Jungs, die Farm ist nicht fertig. Wir haben verkackt. Die Farm ist doch noch gar nicht fertig. Aber was genau da passiert ist, das seht ihr heute. Alle Clips sind wieder live entstanden, es war unfassbar nice. Folgt mir gerne auf Twitch, Instagram, Twitter, alle Social Media Links sind unten verlinkt. Über einen Kommentar, Like und Abo würde ich mich ebenfalls freuen. Und Leute, ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Die pure Verzweiflung hat heute das Video bestimmt, wenn man so will. Also, wir haben heute richtig, richtig viel vor. Da geht's richtig, richtig krank weiter, denn wir haben ja jetzt hier in der letzten Folge für YouTube die Wade Farm hier aufgebaut und ja davor auch diesen Villager-Struggle gehabt, ne, mit den Villager-Bugs und so. Das war eine pure Katastrophe. Und heute werden wir aus dem Villager-Dorf, was da hinten ist, fuck, wie komme ich denn hier jetzt raus? Ich muss irgendwo an Land schwimmen jetzt, ne? Auf jeden Fall müssen wir dann Villager aus dem Villager-Dorf holen, wo ich jetzt gleich mal hinfliege. Genau, aus dem Dorf hier, aus dem Dorf da, werden wir dann im Prinzip die Villager holen. Ich hoffe, hier sind hier noch welche? Ja, hier sind noch genug, hier sind noch mehr als genug. Hier werden wir die Villager raus entführen, Alter. Wir werden die einfach mitnehmen und die zur Wade Farm rüberbringen. Und in der Wade Farm werden die uns dann später das Dorf erstellen im Prinzip, dass die Raids überhaupt ausgelöst werden. Und auch wenn wir Böse oben dann weg haben, bekommt man ja diesen Heul des Dorfes-Effekt. Und darüber werden wir dann auch nochmal extra Stuff bekommen. Wir müssen die mit Booten hinfahren und dann müssen wir über Rails, würde ich das ganz gerne machen, weil es mir so zu gefährlich ist, dass sie irgendwo runterrennen oder so, eine Schienenbahn bauen einfach da hinten und über die Schienenbahn können die dann im Prinzip hochfahren. Okay, auf jeden Fall, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ich glaube, ich habe noch jede Menge Holz hier, wir brauchen nämlich Gold und wir müssen hier auch noch ein Nether-Portal bauen, holy shit. Okay, dann setzen wir mal, ja, hier einfach das Portal hin, würde ich sagen. Okay, dann haben wir jetzt hier den Nether, wir müssen jetzt nach Hause fliegen und zu Hause können wir dann ganz entspannt. Dann in der Base können wir ganz entspannt den zweiten Nether machen. Das zweite Portal dafür. Guck mal, wir müssen jetzt mal ein bisschen rechnen. Wir müssen nur die Koordinaten durch 8 rechnen jeweils. Also minus 680 durch 8. Das ist die erste Koordinate. Minus 85. 2652 durch 8. 331. So, da muss das Portal hin. 85 hier. Hier muss das Portal hin. Und da müssen wir jetzt passend rauskommen. Hey, ich trinke halt legit im Stream mehr als den ganzen Tag über. Warum ist denn schon wieder Nacht in der Overworld? Ich habe doch vorhin gepennt, oder nicht? So, Nether-Portal-Verlinkung steht und funktioniert einwandfrei, so wie immer. Wir haben alles, wir können direkt anfangen, die Villager zu transportieren. All der Stuff ist da. Und jetzt kann ich die Plattform bauen und danach baue ich im Prinzip... Na, wir müssen einen Weg nach da oben und einen nur nach da, ne? Da war der andere Villager, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Heißt nicht so viel Arbeit. Wir müssen halt gucken, wir müssen halt 4 Villager herbringen, ne? Villager zu transportieren. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber Villager zu transportieren ist halt der absolute Scheiß. Also for real, Villager zu transportieren ist einfach... Da könnte ich immer ausrasten, ne? Da zerschlage ich immer halt meinen Tisch gefühlt. Weil Villager sind einfach Kacke. Alter. Oh mein Gott, wie perfekt war das bitte? Das war der wunderschönste Abschluss, den ich jemals gemacht habe. So, hier kommen später unsere Villager an. Ich baue mal hier Safety First Barriere, Alter. Am Ende floppen die hier wieder runter oder so. So, wir setzen jetzt hier im Prinzip alle Rails nach unten. Beziehungsweise hauptsächlich werden wir mit Powered Rails arbeiten, weil die sonst halt einfach nicht hochkommen, weil Villager einfach Fettsäcke sind so. Und danach holen wir die Villager aus dem Dorf her mit einem Boot und dann schauen wir weiter. Wir haben jetzt hier alle Schienen geplaced und ich hole mir jetzt die Villager, Alter. Die Villager sind jetzt dran. So, wie kriege ich, Jungs, gibt es irgendeinen Tipp, wie ich so ein Ding am besten ins Boot bekomme? Doch, man kann das noch so setzen, ne? Ja.
Ah, perfekt. Okay, let's go, let's go, let's go, let's go. Erster Villager ist drin, ab geht's. Wir fahren los. Woo. Ich würde jetzt erstmal 3 Stück für unten holen und 5 für oben. Ich hoffe, du springst jetzt nicht ins Wasser, ja? Bitte nicht ins Wasser springen. Ach, perfekt, Digga. Ich dachte, der kommt auf dem Land raus. So, zack. Ah, ihre Junge. Komm, erster Test-Villager. Let's go, let's go. Und er müsste jetzt ganz normal da rauskommen, ohne Probleme und da stehen bleiben einfach. Und lebst du noch, Kollege? Ja, perfekt. So, Next-Villager. Ah, ich sehe das schon, mein Opfer, Junge. Komm her, komm her. Ey! Hey! Ah! Ehre. Next one. Ja, wir fahren jetzt ein bisschen außen rum, aber besser als nichts. Zack. Ab geht's, ab geht's, ab geht's. Hier ist deine neue Heimat. Was geht, was geht, was geht? Zack. Du musst wieder da hoch. Vor allem, das ist das einzige Landgebiet, weißt du? Und der Villager hat nichts zu tun, außer erstmal ein bisschen zu schwimmen. So. Und da haben wir nochmal 2 auch drin. Ich brauche mal noch ein paar Villager. Ach, da sehe ich mein nächstes Opfer. Junge, dich entführe ich. Ha, Abmarsch. Let's go, Nummer 3 haben wir auch drin. Ah, du bist mein nächstes Opfer. Habt ihr gesehen, wie der gerade Panik geschoben hat? Der hat aber Kreise gedreht. Und Nummer 3 haben wir auch hier. Und dann geht's jetzt los mit denen, die nach oben kommen. Und dann kommen die Villager im Prinzip hier an und fallen dann hier direkt in ihr Loch, wo sie hin müssen. Ich beklaue einfach das komplette Dorf. Ich hoffe, dass hier genug Villager überhaupt sind, ne? Naja, da können wir uns dann drum kümmern. Next one, Nummer 4. Ab nach Hause damit. So, next one Villager. Erster Villager, der jetzt nach ganz oben durchfährt. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich glaube, es funktioniert. Es müsste einwandfrei funktionieren. Ja, jetzt kommt er hier lang und fährt jetzt da rein. Ach, so, es ist doch schön zu sehen, wenn einfach alles funktioniert, wie man es sich denkt. Kacke, haben wir jetzt alle Villager, haben wir jetzt das komplette Dorf beraubt? Hier waren wirklich nur 4 Villager? Ja, perfekt, wir haben das komplette Dorf ausgeraubt, Digga. Hier waren einfach nur 4 Villager. Wir brauchen ja an sich, brauchen wir nur 4. Wir haben jetzt auch 4 da. Wenn davon keiner stirbt und ich jetzt alles sauber ordentlich mache, dann dürfte damit auch alles fit gehen eigentlich. Da kommt jetzt der Villager rein und danach können wir es umholen einfach. Clap in Chat, Jungs, einfach... Dann, wir haben einfach dann die Farm beendet. So, Villager, mach dich mal weg hier. Komm, einmal bitte nach da oben. Na los, beweg dich. Jetzt noch schnell Half-Sips drüber, dass auch nicht ein Zombie oder so reinkommen kann. Und dann haben wir den letzten Villager fertig. Es wäre jetzt ein bisschen doof, wenn ich Böses oben hole und die Farm austeste. Und ich würde die Whales jetzt gerne erstmal stehen lassen. Wir lassen die Whales erstmal stehen, holen Böses oben und testen die Farm erstmal, bevor wir die Whales abbauen. Weil vielleicht brauchen wir am Ende noch einen Villager mehr oder doch irgendwas backt noch rum oder irgendwas kann sein, ne? Und am Ende baue ich die Whales jetzt ab und muss sie dann später wieder bauen und so. Das wäre dann weird as fuck. Das wäre auch einfach Time Waste, ne? Das wäre einfach kacke. Ich würde mich jetzt aufmachen. Wir haben jetzt alle Villager im Prinzip drin, ne? Alle Villager sind jetzt hier oben, die sind drin, das da unten ist drin, der da unten. Wir können uns jetzt aufmachen und einfach mal Böses Oben-Effekt irgendwo holen. Ich weiß noch nicht, wo. Ich habe, glaube ich, noch einen Plan, wo so ein Outpost ist. Der ist aber ewig weit weg. Und dann holen wir von da aus Böses Oben und können uns dann mal hier an die Farm schon mal ausgucken. Ich fliege mal zu dem Spot, wo ich denke, dass der Outpost ist. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass da der Outpost ist. Ich bin hier mal gestorben im Let's Play und da habe ich noch diesen Outpost vor mir gesehen. Jungs, ich bin doch der krasseste Typ auf Erden. Ich bin doch der krasseste Typ auf Erden. Ich bin so ein kranker Typ. Ja, wir müssen jetzt hier ein paar Viecher töten, bis hier einer spawnt mit diesem Ding oben drauf, ne? Oh, oh, oh. Oh mein Gott, ja, hier ist einer. Hier ist einer. So, gib mir mal Böses Omen, bitte. Ah, der nächste Banner. Böses Omen 2. Perfekt. Zack, Junge, komm her. Bam, 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 bam. Zack. Böses Omen 3. Perfekt. Da war der nächste. Wir haben den nächsten. 4. Komm her, Junge. Zack. Und da haben wir Nummer 4. Der nächste, Jungs, der nächste. Der letzte. Zack. Und bam. Komm. 5. Okay, dann geht's jetzt ab zur Farm. Und dann wird die Wave Farm ausgetestet, Alter. Ich bin hyped. Ich bin hyped. Wir gehen jetzt rein. Es ist 5. Und theoretisch müsste der Wait direkt initialisiert werden und direkt anfangen. Okay, es passiert nichts. Das hier ist auch alles richtig, ne? Ja, wir testen einfach. Ich muss jetzt hier rein, glaube ich, hier. Und jetzt gleich wird von der Glock der Block im Prinzip weggeschoben und dann falle ich runter. Hä? Warum wird denn der, warum funktioniert denn das hier nicht? Was soll denn das jetzt? Nee, das können wir nicht so lassen. Das funktioniert hier nicht. Hier ist irgendein Bug. Hier ist irgendwo, irgendwas funktioniert hier nicht. Jetzt gleich, wenn die Redstone Clock umschlägt, der müsste eben das Block-Update... Clap in Chat. Ich bin zu krass. Okay, jetzt gleich wieder. 10 Sekunden, 10. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wait beginnt. Clock läuft durch. Komm, ich werde hochgewuschelt. Und jetzt müsste oben der Überfall spawnen. Rein theoretisch. Hier. Scheiße. Irgendwas funktioniert hier nicht. Was ist der Fehler? Die sind nicht mal hier oben gespawnt. Willst du mich verarschen? Wo ist denn der Wait hin? Wo sind die gespawnt? Ja, perfekt, Digga. Funktioniert nichts. Klasse, Alter.
Fehler suchen geht los. Es war mir klar, das kann bei mir nicht alles Funktions-Dings fehlerlos ablaufen. Aber wo ist denn jetzt der Wait? Der Wait ist jetzt einfach weg. Der ist jetzt einfach despawned oder was? Der ist einfach, der existiert nicht mehr. Der wurde einfach auch nicht mehr gespawnt oder so oder was? Ja, wir gehen auf die andere Welt und gucken danach. Och, Jungs! Oh, Jungs, wir haben verkackt! Ah, wir haben so verkackt! Wir haben den Villager vergessen! Oh, nee! Deswegen, ja, weil wir hochgeschossen worden sind, das Dorf war weg und dann, ja. Oh, mein Gott! Ey, wie kann man denn so reinscheißen? Ja, ich hab einfach und das, ja, das erklärt alles. Der Villager, der fehlt, erklärt alles. Wie kann denn das auch sein, dass ich den einfach vergesse? Also, ach, ach, ja, hier. Ich hab's sogar gebaut, Digga. Okay, die Frage ist, wo kriegen wir den Villager hin? Safe, dass die sich paaren. Paaren die sich jetzt? Wenn die sich jetzt paaren, dann bin ich echt, wow. Ja, wir paaren jetzt die Vorhandenen. Jetzt habe ich mich darauf versteift, wir paaren die Vorhandenen. So, kommt raus, Jungs. So, dann hoffen wir mal, dass die sich paaren und wir ein kleines Villager-Baby bekommen. Macht, Jungs, kommt, macht. Kommt, ich beobachte euch auch nicht. Keine Sorge. Da, da! Passiert was! Da, alle drei schlafen. Okay, wir können Tag machen. Reicht es? Reicht es? Ja, wir können Tag machen. Let's go. Ach, Quatsch. Ah, sie paaren sich, sie paaren sich! Sie paaren sich. Kommt, ich will das Baby sehen. Ja. Kommt, macht's weiter. Ja. Rein da. Ihr schafft das. Warte hier, Jungs. Ihr kriegt noch ein Bett. Da ein Bett. Hier ein Bett. Da, gönnt euch. So, sie haben noch ein Bett. Ja. Da ist er. Ah, da ist unser Feiner. Unser Feiner. Na, was geht? Wir müssen den Kleinen irgendwie von den Großen trennen. Ah, schon mal gut. Nein, du Arschloch. Ah, easy, Jungs. Jetzt bringen wir erstmal die Villager zurück nach da. Doof. Du gehst bitte nach da. Die kommen jetzt erstmal alle wieder hier rein, die Großen. Und den Kleinen, da warten wir dann, bis er groß ist. Und dann kommt er nach unten. Du musst da jetzt raus. Okay? Bitte da raus. Ich hasse ihn. Ich würde ihn jetzt am liebsten umbringen. Was ein 31er. Also for real. Die ganze Zeit bewegt es ab. Sich nicht von der Stelle und jetzt einfach sowas. Jetzt schon Liebe machen, ne? Ja, nee. Ihr macht jetzt hier nichts mehr. Hol den Lümmel raus, Junge. Abmarsch, Junge. Und rein da. Zack. Na! Los, mach dich weg. Mann. Auf jeden Fall sind jetzt alle Villager inside. Und wir haben hier drüben unseren kleinen Süßen. Der kleine Süße, der nicht erwachsen wird. Auf jeden Fall müssen wir jetzt warten, bis er erwachsen wird und dann kommt er nach da unten. Leute, der Kleine wächst auch, wenn er eine Decke hat, oder? Also wenn eine 2-Block hohe Decke über ihm ist. Ja, der wächst auch trotzdem. Ich bring ihn jetzt schon runter. So, okay. Let's go, Kleiner. Ja, du bist jetzt dran. Du machst das. Abmarsch runter mit dir. Los. Zack. Und Rinder. Servus. So finde ich es gut. Bitte bleib drin. Willst du mich verarschen? Ja, da musst du rein. Bitte. Ja, und jetzt gehst du schön zurück. So, die Glock läuft jetzt weiter. Die Glock ist erstmal egal. Es kann sich eh nicht bewegen. Und jetzt bleibt er da erstmal drin und kann wachsen. Und in der Zeit bauen wir jetzt alles ab und bringen die komplette Farm in Ordnung. Ich baue jetzt hier alle Wege außen ab. Hier muss jetzt, wenn hier jetzt nicht alles funktioniert, dann ist die Farm eh einfach für den Arsch. So, wir haben jetzt alles abgebaut. Alter, mashallah. Wir haben alles geschafft. Es ist finished. Let's go. Die Frage ist jetzt, wie sieht es mit unserem kleinen Village aus? Oh, er ist groß. Ist er groß? Ja, er ist groß. Let's go, Jungs. Farm ist intakt. Alle Villager sind gesetzt. Nach einer ganzen Weile, wo wir jetzt noch mehr Zeit dran verbracht haben, hole ich mir jetzt bis um 5. Nochmal. Gehen wir jetzt nochmal los. Let's go. Am Outpost angekommen. Wir machen jetzt erstmal bis um 5. Ja! Ja, let's go. Bis um 1. Let's go. Ah, da ist er. Ja, böses oben. 5 und 6 dahinter, oder was? Ah, ja, moin. Was willst du denn, Jungs? Böses oben. Ja, kriegen wir noch einen Effekt dadurch? Nee, ne? Oh, schade. Ja, okay, Abmarsch nach Hause. Let's go. Wir haben böses oben 5. Und dann wird die Farm ausgetestet. Zum zweiten Mal heute. Let's go. Böses oben 5, alle Effekte. Die Farm steht, der Villager unten ist erneuert, die Redzone-Schaltungen funktionieren, es ist Nacht und die Redzone-Clock funktioniert noch nicht. Das müssen wir noch kurz machen. Ich weiß nicht, warum die immer ausfällt, ich glaube, das ist beim Trunk neu laden oder so. Geht die einfach immer aus, da müssen wir uns noch um irgendwas kümmern. Wollen wir es tryen? Ich try es einfach. Wir müssen jetzt warten, bis die Clock durch ist. Und danach hoffe ich, dass sie funktioniert. Ey, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gerade hyped. 2 Stunden 40 gebraucht. Ich hoffe, es funktioniert, mashallah. So, bitte funktionier. Bitte funktionier. Überfall. Glock läuft durch. Ich booste hoch. Überfall läuft weiter durch. Überfall ist ausgelöst. Überfall spawnt. Überfall müsste gespawnt sein. Ich höre die. Ja. Ist es das oder was? Funktioniert's?
Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das... Satisfying, es funktioniert. Die Items werden aber nicht aufgesammelt. Was ist denn das? Warum werden die Items nicht aufgesammelt? Okay. Die Items werden halt nicht aufgesammelt. Das ist nicht gut. Warum werden die Items nicht aufgesammelt? Ja, okay, aber es funktioniert erstmal. Die Farm an sich worked. Zu 100%. Hä? Und was ist denn das da? Warum hängt denn der Typ da oben? Ja, okay. Also, wir müssen gucken, ob jetzt die nächste Stufe des Raids im Prinzip aktiviert wird. Weil, ob das jetzt ordentlich funktioniert? Es sieht mir nicht danach aus. Ja, ist aus. Ist kaputt. Hier ist noch irgendwo ein Fehler. Der Raid wird irgendwie ausgelöst. Funktioniert dann auch. Aber irgendwie werden die Stufen des einzelnen Raids nicht ausgelöst. Aber warum wird die zweite Stufe des Raids nicht ausgelöst? Das ist noch ein bisschen buggy, du. Nur, ob es beim nächsten Versuch funktioniert oder ob wir die Farm aus Frustration einfach in die Ecke kloppen und gegentreten, das seht ihr in der nächsten Folge. Nächsten Sonntag um 16 Uhr geht's damit weiter. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Schaut, wie gesagt, gerne in den Streams vorbei. Bis dann und ciao, meine Freunde.